Oh Gott. I want to be the heaven champ. Wer ist mit einfach no? Oh man, da geht's so gar nicht lang. Ist voll gut, wenn man jetzt nach jedem Sprung in der Trap rechnen muss. Okay. War irgendwo klar. Achso, ich sehe auch, was ich dann machen muss. Jetzt verstehe ich, wofür die Lücke da an der Seite ist. Gut, aber das war jetzt noch nicht allzu schwer. Für Heaven Trap, da hatten wir schon Räume, da waren die Traps deutlich behinderter und deutlich häufiger. Ach, ich bin auch ein Depp. Okay. Ach, das war Sahne, war das. Wow. Ich hab's übrigens schon wieder vergessen, dass da der Fulche Spike rauskommt. Dankeschön. Ah, oh, mein Gott, springen wir von den so. Ändern sich die Farben von den Spikes eigentlich? Oder sind das immer die gleichen? Oh nein, das haben das. Ja, die ändern sich. Oh, war nice. Mindestens ein Feature, was ich dem Fangame abgewinnen kann hier. Ja. Warum machst du denn so einen Schwachsinn? Und die Speicherboxen sind blau. Auch voll gut. Oder so. Also ein bisschen Rainbow Land, ja. Wow, ich weiß nicht, das sind gerade super retardete Tode, einfach nur. Einer hat dümmer als der andere. Okay, wenn ich da einfach nur an der Wand kleide, dann kill ich das bei. Whatever. Ich muss da wirklich nur dieses Loch tangieren. Ja. Antatschen, ja. Das reicht absolut und ich muss springen. Das reicht auch absolut. Ja, das ist, es ist halt echt eigentlich nicht schwierig, ja? Und wenn da nicht noch eine Trap machen, weil da wird noch eine Trap kommen, 100% vor der nächsten Speicherbox. Und das andere wäre ja schon wieder langweilig. Nein, dann mach ich schon. Nicht direkt an die Wand gehen. Bitte, bitte. Glycerino, no one touching. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bliss. Ich hoffe nur noch nicht, dass das ein Fangame ist. Wobei, ich glaube, so ein Fangame hatten wir auch noch nicht. Muss ich die Trigger dann neu gesetzt haben? Nicht, dass ich unbedingt eins wollte. Okay. Wow. Das nennt mich Held, ja, weißt du? So ein Spiel hat man noch nie, wo sich die Trigger neu gesetzt haben. Tada, darf ich vorstellen, I wanna be the Heaven Trap oder wie die Schule scheiße heißt. Zack, und die Trigger setzen sich neu. Ach komm, warum? Er hat gerade nicht das gemacht, was ich machen wollte eigentlich. Von Tuna. Durch die Bank weggemahlen. Okay. Was? Okay, spring einfach gar nicht. Das war ein trauriger Tod gerade. Wow. So viele Stellen in diesem Raum, wo man eventuell dran sterben kann, aber das war gerade echt gar keiner. Warum auch immer er nicht springt. Danke. Na, haben wir noch ein paar Traps. Okay, anscheinend nicht. Ist jetzt viele Wege führen nach Rom oder ein Weg führt einfach nirgendwo hin? Okay, vielleicht führen viele Wege nach Rom. Der Weg hier war auf jeden Fall ohne großartige Traps. Ja, wenn du dann da oben noch ein bisschen die Aussicht genießen willst, dann stehst du da an ganz blöden Stelle. Warum spielt der da nicht nochmal? Ist der irgendwie ein bisschen El Retardo oder was? Achso, Moment, ich muss sogar hier an der Seite vorbei. Weil, ich sehe, links der Weg geht ja gar nicht. Da ist wieder ein Sprung dabei, der einfach nicht möglich ist. I see. Und irgendwie springt der nicht. Jetzt war der einfach schwach, sondern nur. Wobei ich das mit den Spikes, die Farbe ändern, ja, ist cool. Ich glaube, die Blöcke ändern auch die Farbe, oder?
Weil bei den Blöcken bin ich nicht sicher, aber. Ach, Block. Okay. Okay. Wusste ich ja sofort. Haha. Kann ich hier irgendwas auslösen oder so? Was ist das hier? Ja, keine Ahnung, wie das ist. I don't even know. Vielleicht ist da im Originalspiel irgendwie ein Trigger oder so. Ich weiß es doch nicht. Ach, ja. Ich habe gedacht, wie sehr ich solche Räume mit ganz, ganz vielen Cut-Traps liebe. Was? Ach so. Okay. Cool. Ich habe verstanden, liebes Spiel. Ich habe verstanden. Ach, warum springst du denn nicht? Weil aus der Richtung ist der Sprung da drüber deutlich schwieriger als andersrum. Naja. Whatever. Lol. Okay. Sicherlich. Aber verkackte Trap-Räume, ja, ohne Spaß. Das war irgendwie was. Okay, er springt nicht. Wunderschön, hast du echt gut gemacht. Ne? Weißt du selber. Dankeschön. Na? Caparino? Jetzt ist der Fest. Okay. Warum mache ich da den Sprung so dämlich? Okay. Zweimal gelb bei den Spikes gefällt mir eh besser als zweimal blau, muss man einfach mal so sagen. Okay. Blau und gelb. Wunderschön, aber. Wow, Brain After kann ein Mensch eigentlich sein. Dann ist der Sprung eigentlich so einfacher. Ja, ist er. Wollte ich nur mal so für die Galerie haben. Um zu wissen, wie ich den jetzt gleich machen werde. Hey. Boah. Einfach da drüber. Dankeschön. Alle Lieder, du bist ein kleines Nuttenspiel. Nein, oh, cool ist denn. Dankeschön. Thank you, lovely game. Was? Das ist doch ein Witz einfach nur. Ich komme auf jeden Fall mit einem Sprung drüber. Über die drei Spikes da oben. Ach komm. Das ist allerdings nicht ziemlich besser, Mann. Warum? Warum gehst du da in den Spike rein und nicht einfach darunter? Ist ja noch nicht mal, dass das ein einer Loch ist oder reinfällt, sondern. Ja. Ach, Sprung. Das ist so deprimierend, wenn er einfach in die Sprungtaste drückt und es passiert nichts. Und er stirbt einfach nur einen grausamen Tod, weil da so ein Spike drunter ist, oder? Endlose Hölle. So schön das ja übrigens mit den Blöcken und der Farbe ändern ist, ja. Aber der Hintergrund ist einfach nur hässlich. Der Hintergrund ist einfach nur sau hässlich. Geht doch, warte schon. I wanna see the moon. Ja, und das ist ein Monat, ich aber auch schon mal. Fuck. Okay. Da kommt die schwarze Hölle. Und leider wieder einmal kein einziger Speicherpunkt. Ich glaube, die schwarze Hölle fühlt mich aber nicht. Das Problem ist nur, dass ich da nichts mehr sehe. Ist auch voll gut da unten mit den Spikes, die sich hoch und runter kommen. Was? So, was ist doch am Ende? Am Ende ist doch was. Ich meine, das sehe ich ja gerade erst. Was ist denn das? Da ist wieder irgendwo, ist wieder ein. Okay, ich weiß, wie es lang geht. Aber das spart mir den Schwachsinn hier mit dem. Lol. Ich habe den ausgelöst. Ich habe ja den Block gehört, aber dann bin ich nicht hochgekommen oder was?
Das ist voll gut, wenn es dann dunkel ist, dann sieht man halt gar nichts mehr. Schade. Das war's aber schon fast. Das war's halt echt schon fast. Oh komm! Mein Gott, ey, den schweren Sprung schaffst du und dann verreckst du an den Pimpelsprung oder was? Komm, lass mich da und da. Dankeschön. Nein! Okay, no way. Also wenn es dunkel ist, dann hast du no way, das zu schaffen. Also ist das scheiße mit der Dunkelheit. Wow. Aber ist da mal so ein interessantes Feature, könnte man sagen. LOL! It's really, really. Verfeilt der so den Sprung dann. Ich krieg so viele relativ, sagen wir mal so, zumindest anspruchsvolle Sprünge an diesem Raum, ja. Aber das ist echt keiner gewesen. Oder das war auch keiner. Okay. Ach Mann, oh, beeil dich doch! Nächstes Mal, hier darfst du das halt echt nicht stehen bleiben, ne? Mit dieser Zeitdruck. Okay. Schnell, genau. Och bitte! Ich bitte dich einfach nur. Die Plattform länger aufgehalten, als das wäre nötig gewesen. Ach schade, das habe ich nicht mehr gesehen. Das war intuitiv. Bin ich da gesprungen. Leider nicht intuitiv gut genug. Ach warum denn? Warum? Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich an den Sprung fail. Das ist irgendwie not even possible. Das ist ja echt der einfache Sprung von den beiden. Und schon mal dich. Okay, danke. Easy. Oh nein. Hey, Moment, der Sprung geht nicht. Ne? I wanna be the white cherry. White cherry. I wanna be the white cherry. Das ist ein neues Spiel. Aber der Sprung geht nicht. Der Sprung geht wirklich nicht. Oh doch, Leute. Ja, das ist für eine Speicherbox. Oh, Hunger. Ist der jetzt durch Safe Jump oder was? Oh, oh, oh. Gott, bitte, tu es einfach nur. Okay. Das ist Bullshit! Da war's fast. Au! Gottes Willen, ey! Hab ich schon mal gesagt, wie sehr ich es hasse, wenn ich an einer Stelle bin und ganz schnell ganz viel speichern soll, reloaden soll. I can do this. Oh. Aber die Gefahr, sich hier zu verspeichern, ist ja wohl einfach mal viel zu groß, ey. Gottes Namen. Boah, da kriege ich zu viel drüber. What the fuck ist das für eine Wichsstelle? Ist das, hab ich mir versaut oder so? Allerirdischen. Ist das jetzt irgendwie ein Witz oder was? Oh Gott, was ist das für ein Raum? Oh Gott, was ist das für ein Raum? Ey, ich sehe hier noch so 2, 3, 4, 5 Sprünge, wo ich mir einfach nur so denke, nein. Never ever gonna happen. Alter Schwede, die sind ja wohl nicht mehr ganz wasserdicht.